I've been going to my home. Yes, I've been searching for a place to go. Yes, you can just tell me what is wrong. I say it's black lives or no the wrong. But you can't just drive me out. You can't just show the world what is right. Yes, I will hold out your shoulder what to do. But I will try to get to you. You saw the world is what it is. Yes, you can't just walk and talk and shout. You can't just try to sit it all out. But you can never be all alone. You can't just walk and talk and know how. But you can. Hey, Riesenapplaus für die Jungs, Mahler und Ozono. Schönen guten Abend zu Hause. Ich bin Max Clement von Ego FM. Das ist ein ziemlich entspannter Radiosender. Und wir machen hier den Kickoff zu einer ganz großartigen Veranstaltung. Dieses Projekt heißt Muffat Transformer. Und wir sind sehr gespannt, ob es euch genauso gut gefällt wie uns. Wir denken schon, wir haben bis zum 5. Juli sehr tolle Münchner Bands am Start. Das Sepperlot Quartett wird hier spielen. Die Kites hören wir heute Abend noch. Victoria sind dabei, Some Sprouts, Cosby werden an den Start kommen und viele, viele mehr. Das Programm gibt es natürlich auf den einschlägig bekannten Internetseiten. Und bevor ich jetzt hier noch weiter quatsch, darf ich erstmal den Initiator und den einen der Mitbegründer der Muffathalle auf die Bühne bitten. Das ist der Dietmar. Grüß dich. Dietmar. Schönen guten Abend, hallo. Servus, schönen guten Abend. Dietmar, wie fühlt sich das an hier? Ja, die 1000 Leute, die man heute Abend hier begrüßen kann oder auch leider nicht. Aber eigentlich muss ich sagen, das könnt ihr jetzt draußen so nicht sehen, eigentlich ein ziemlich cooler Aufbau. Man fühlt sich ein bisschen wie im Fernsehstudio. Wir haben hier eine Menge Kameras. Menge Leute drumherum. Möchte auch alle danken, dass ihr alle mitmacht. Und ja, lasst uns überraschen, was der Abend bringt. Ja, für alle Leute, die uns zusehen, es gibt auch ein virtuelles Ticket. Das kostet 5 Euro. Das muss sich keiner kaufen. Aber wenn das doch jemand machen möchte, die Sache hier unterstützen will, dann würden wir uns natürlich total freuen. Für euch fast Premiere auch sowas, oder? Ja, also die Muffathalle, das Muffatwerk ist seit Mitte März wie alles geschlossen. Und ich sag mal, wieder ein Lebenszeichen. Und schön, dass man auch wieder Künstler im Haus hat, noch ohne Publikum. Aber es war uns wichtig, einfach ein neues Format auch für uns zu finden, dieses Muffat Transformer, weil leider wird man Normalität nicht so schnell bekommen. Und es ist jetzt auch ein besonderer Bedarf, da glaube ich, über Sachen zu reden. Deswegen auch Literatur, deswegen auch Philosophie.
und einfach ein bisschen zu zeigen, für was die Mufferthalle allgemein steht und das jetzt sozusagen in einem Kickoff mal zusammengefasst. Ja. Richtig starkes Projekt, schön, dass ihr sowas macht. Und vielleicht mal ganz kurz zum Ablauf heute Abend. Wir haben erstmal 45 Minuten Talk und auch Lyrikanteil. Und die anderen 45 Minuten ungefähr werden dann die Kites übernehmen. Und da freuen wir uns natürlich auch schon drauf. Zwischendurch hören wir die ganze Zeit Musik von Morlau Sono. Richtig geile Jungs, zwei Münchner, die sich hier extra für dieses Event zusammengetan haben. Also geil, dass ihr dabei seid. Und ihr dürft auch gleich nochmal loslegen. Ja, ich möchte mich auch nochmal bei allen Beteiligten und auch bei Herrn Professor Niederrümmelin bedanken und bei unseren Literaten mit der Performance und natürlich auch, dass sie Kites hinten rausspielen. Wir werden, denke ich, überziehen etwas, aber das ist ja vielleicht sogar gewollt. Also wenn ihr nicht Punkt 10 irgendwas vorhabt, es geht auch ein bisschen länger heute. Danke euch, schönen Abend. Ist ja Samstag, darf man mal länger wach bleiben. Bis gleich. Vielen Dank, Max, vielen Dank, Dietmar. Wir sind Morlau und Ozono und sind sehr froh, heute Abend hier musizieren zu dürfen. Es ist lange her, dass man auf einer Bühne saß. Springtime of the year, forgive me until it's autumn again and it's cold outside when the rain pours down on my lonely heart. Well, first there was just you and me. And I walked in to blind to see that I from love. Oh, then there comes another man and holds on to your tired hand, and I the year, forgive me until it's autumn again and it's cold outside and the rain pours down on my lonely heart. Oh.
Entspannung pur. Leute, vielen Dank, Morla und Ozono. Richtig schön. Massage für die Ohren eigentlich. So, ich bin nun mal wieder hier ganz kurz oben für euch, um die nächsten Gäste anzukündigen, auf die ich mich sehr freue. Denn er ist Autor und Künstler. Er heißt Nikolai Vogel und wird gleich vortragen. Und gleich im Anschluss kommt dann auch noch sie. Sie heißt Lisa Jeschke und sie erzählt oder liest aus der Anthologie der Gedichte betrunkener Frauen. Und ich glaube, das könnte ziemlich viel Spaß bringen. Auf die Bühne zu mir darf ich jetzt also Nikolai Vogel erstmal bitten. Viel Spaß, the stage is yours. Dankeschön. Guten Abend. Der Raum ist noch da, auch wenn er leerer scheint. Wir sind noch da, auch wenn wir mehr winken als uns umarmen. Und auch wenn die Zeichen gerade auf Abstand stehen, ein Abschied soll es nicht sein. Vielleicht müssen wir jetzt nur deutlicher sprechen. Nuscheln plus Maske ist ganz schwer. Früher die Drehscheibe des Telefons, einen Finger hinein und wählen, Nummer auf Nummer, das geht jetzt schneller. Sind wir diese Verbindungen so gewohnt, diese hineinlangenden Stimmen und ein Bild dazu? Und diese Sache mit Abstand und Nähe, wie eng etwas war und was für ein Durcheinander das werden kann. Aufnahme läuft. Na gut, die Aufnahme läuft sehr tief. Die Zeiten sind so. Die Abwicklung des analogen Zeitalters. Die Zeit war lang. Die Zeit war eigen. Und doch im Rückblick kaum zu glauben, sind diese vielen Wochen wirklich verflossen, abgelaufen, Runde um Runde. Oder ist das ein Pfad, ein Zirkelschluss, Spirale? Oder durch die Wohnung getigert, ja, Rilkes Panther, wir sind Home Potatoes, lachte Friederike Mayröcker erst. Masken spielen eine Rolle und ich denke an die Traumnovelle, Eisweit Schatt. Und ob man beim Wort Novelle ans Gesetz denkt oder an die Literatur. Welche Texte sind entstanden in dieser Zeit in Zurückgezogenheit? Gab es da eine besondere Möglichkeit, sich zu konzentrieren oder war das alles nur zu eng? Und wie verändert es den Blick, wenn der fast nur von daheim aus den Augen schaut, im eigenen Zimmer? Der französische Schriftsteller Xavier de Maistre hat schon vor mehr als 200 Jahren einen ganzen Roman darüber geschrieben, Die Reise um mein Zimmer. Ein Reisebericht, eine Weltentdeckung in den eigenen vier Wänden. Er musste daheim bleiben, 6 Wochen Hausarrest nach einem Duell. Und er wagt sogar noch eine zweite Expedition, die nächtliche Reise um mein Zimmer. Und erlebt Spannendes, Bedrohliches, Vergnügliches im Alleingang daheim. Aber heute schauen ja Augen auch jederzeit zu uns rein über die verschiedensten Monitore, über das Smartphone und die Stimmen im Ohr, wie früher die Geister. Hat das den Antrieb oder die Lust zu schreiben gedämmt oder beflügelt? Und können wir das heute überhaupt schon sagen? Kommt das, was Schriftstellerinnen tun, nicht oft erst hinterher? Also aus den Mischapparaten der Erinnerung? Wenn sich erst klärt, was wichtig war, was im Kopf bleibt, was eine Veränderung bewirkt hat. Und jetzt neue Pläne? Was würden wir gerne tun, wenn wir unserer Fantasie freien Lauf lassen? Ja, auch mit Leidenschaft. Und die Sehnsucht? Was ist mit ihr? Verkümmert sie? Wächst sie, die Sehnsucht? Das Meer war noch nie so weit weg, aber kommt wieder näher?
Ich habe gerade erst den Roman Wirbellos des Schweizer Autors Giuliano Musio gelesen, in dem Bern am Meer liegt. Und ich denke auch an einen Entwurf des Münchner Künstlers Florian Fröse-Peek. Eine Postkarte, auf der München am Meer liegt. Die Wellen rollen an. Das einstige westliche Isarufer bildet nun den Strand. Und ein Blick auf die Alpen, die aus dem Meer ragen. Das Muffatwerk wäre eine Insel. Eine Insel wie diese Bühne hier, auf der wir stehen. Und wie eine Insel ragt sie aus der Gegenwart in die Zukunft. Ein Stück weit. Wie weit können wir sehen? Und was gibt es zu erzählen? Und wie erzählen wir es? So wird beim Muffat Transformer hier zu den Literaturterminen jeweils eine zu entdeckende Stimme anlanden und im Gepäck Geschichte. Im Gepäck Geschichten, im Gepäck besondere Verse, im Gepäck Wortproviant. Welche Seite schlagen wir auf? Es kommt auf uns an. Die Medientechnologien wechseln. Ein Tonband wird zur Sanduhr. Was heißt hier Speicher? Die Spulen, die Kassetten der Kindheit. Wo trägt es uns hin? Und wie weit zurück reicht das Band in die Vergangenheit? Unsere DNS, diese besondere Windung. Die Kunst ist nicht nur am Puls. Die Kunst ist um ihn herum. Die Kunst trägt ihn und wird getragen. Wenn wir zuhören können, wenn wir hinschauen, wenn wir unsere Gehetztheit ablegen, die Zeit, die läuft und die immer auch anders genutzt werden kann, nur dass wir sie nicht nutzen, wenn wir nur berechnen, was wir gerade versäumen. Eine Art Blick in die Brandung. Ja, das Meer, da waren wir eben. Wir stehen am Ufer. Wir stehen alle am Ufer. Immer noch. Lasst uns schauen. Ein Spiel, ein Versuch, eine Sehnsucht. Über den Horizont. Vielleicht blendet die Sonne. Und so freue ich mich auf unseren literarischen Gast des heutigen Eröffnungsabends, Lisa Jeschke. Sie machte ziemlich von sich reden mit ihrem neuen Buch. Die Anthologie der Gedichte betrunkener Frauen wurde gleich mal als eine der Lyrikempfehlungen 2020 ausgewählt. Eine nicht unbeträchtliche Auszeichnung. Aber wie die Anthologie der Gedichte betrunkener Frauen? Sind das jetzt ihre Texte oder nicht? Damit spielt sie und schlüpft sozusagen in Rollen oder nimmt sie ein für uns, vor uns. Führt es uns vor oder führt uns vor, erwischt uns kalt, durchaus in einer Heftigkeit. So eine Hitze, der Herz-Herd-Komplex, die Pixel eines Lebens, schwitzende Astronautinnen, das Robotermädchen. In ihrem bei Hochrot München erschienenen Band versammelt sie ihre, wie sie mir schrieb, manchmal peinlich und manchmal kunstvoll deformierten Gedichte, extrem traurige Lieder, Aggression in der Form hysterischen Lachens und Erlebnisberichte aus dem Kapitalismus. Lisa Jeschke ist Lyrikerin, sie macht Performances und setzt sich mit Formen der Lyrik als Theorie auseinander. Häufig tut sie das auch in kollektiven Zusammenhängen. So ist sie Mitherausgeberin des Londoner und Münchner Verlags Materials, Materialien und Co-Organisatorin der Artichoke-Lesereihe in Berlin. Aufmerksamkeit und Bühne frei für Lisa Jeschke. Ehe für alle. Ey, Glückwunsch. Damals, also heute, als wir noch lebten auf dieser Seifenblase, gebleichten bröckelnden, knackenden Seifenblase, als wir separat auf silbern glänzenden Miniaturscheiben trieben im Grellen, verzweiflungsberührt, als wir uns auf leuchtsilbern schwebenden Scheiben wiederfanden, deren Züge bestimmte Züge waren. Damals, als wir brutal Trauungen zeugten, als wir freigelegt lagen, Spinning-Vitrinen und so,
Damals, als der Mann mit der Axt, er nannte sich Chef, und auch wir nannten ihn Chef, oft vom Leben sprach und seufzte, von den eigenen Worten zu Tränen gerührt, vom Bioleben und seinen Gesetzen. Damals, als der Chef routinemäßig unsere Schädel aufzuknacken pflegte wie Nüsse, die Würmer herauspickte und straff entlang der Universumskuppe zur sofortigen gleißenden Sonnentrocknung aufhängen ließ, hochqualitative Fasern, aus denen das Leinen der Minidisketten, auf denen wir flogen, produziert waren, so dass wir selbst der Stoff waren, auf dem wir flogen, Spinning Silber. Und als, trotz oder wegen der genannten Ereignisse, der Chef nicht davon abließ, vom Leben und der Natur zu sprechen, dabei unablässig schluchzte, Gehorsam gelte seiner Tiefe. Da wurde uns klar, dass die Natur des Lebens schon immer Halbseiden gewesen war, Kettensägen massakerhaft Halbseiden. Und wenn wir gejagt waren als Monster, dann mussten wir dem zuvorkommen, uns selbst ungeheuer machen, mehr Gesetz sein als das Gesetz, unsere Brustkörbe selbst aufhacken, bevor er es tun konnte, sie nach Recht und Gesetz aufhacken, unsere Brustkörbe aufhacken, unsere Herzen zusammenschließen, schmieden zu plastischen, haltbaren, formbaren Ketten, unsere Lymphknoten zusammenkleben, und waren es nur unsere Herzen, die wir so zusammenschlossen? Nein, wir klebten Herz an Leber, streichelten einander sanft und Wangen an Knie und Haarsträhnen an Zähne und tote Tiere an Schenkel und Zungen an Lebende, und gäbe es nicht dich, dann gäbe es nichts. Und Flügel an Pommes aus saurem Gelee und lecknackte Brüste an Stühle und Diagramme der Wettervorhersage an, warum hockst du auf ihr, das gefällt mir, und Gesundheitskarten an Ohren, und so standen wir deformierten Teilgestalten dann da in der Schwebe. Alien 5. Gedicht, das sich exklusiv an alle self-identifying Anti-Gender-Warrior-Krieger richtet. Nachdem manche dachten, dass die Sache mit dem öffentlichen Klo nur ein Sonderinteresse sei, wollte ich, Manning den Schalter, hinzufügen, dass man das so nicht sagen kann, wollte die Sache also demütig nochmal erklären, auf diesem Streifzug durch gegenwärtige Konstellationen in der Jahrhundertzone der Planetenscheiben, Verrenkungen, verdrehten Unendlichkeitsmodelle, die allesamt bewohnt sind von Schwammlungen. Von Schwämmen wird gesprochen mit Bezug auf die Stickoxidform der Ausübung von Gewalt. Gewalt, das X, das jede, die sie leidet, zum Ding macht. Gewalt, die ausgeübt wird von den Mundemissionen der Dieselführungskraftbürger. Und das ist kein Umweltthema, sondern gesellschaftliches und vor allem nicht aktuelles Thema, sondern Dino-Robo-Killer-Shark-Maschine. Leg den Schalter um. So langweilig wie Möglichkeit verweigere ich Persönlichkeit. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, beim Wandern durch unsichtbare nebulöse Emissionen. Emissionen so unsichtbar wie die dröhnend schwebende Hand des Marktes. Genau, hypersichtbar in der jeweiligen Wirkung auf die Körper, worauf die Gewerkschaft globaler Basketballspieler schon lange hingewiesen hat. Wir benötigen endlich eine massiv systemische, dialektische Medizingeschichte des Körpers und seiner Komödien. Der Punkt ist, und das ist nur das Mindeste, warum durften all die hart arbeitenden EU-Arschlöcher und auch die super faulen EU-Arschlöcher nicht mitentscheiden beim Referendum mit ihrem Arschloch? Und um zum Gipfelpunkt der Schar zurückzukehren, der Centerpoint, einer der vielen Centerpoints des zeitgenössischen EU-öffentlichen Raums, ist das öffentliche Klo. Nähert man sich dem öffentlichen Klo aus der Perspektive des Meeres, was die einzige Perspektive ist, aus der man die gegenwärtige Situation sinnvoll betrachten kann, sind da die Kabinen, die Weggabeln für den Slalomlauf der GladiatorInnen? Da ist das Herunterspülen von Körpern von Leuten. Die Hygiene, die Angst, die Chemikalien, das Steckenbleiben in der Zelle. Das öffentliche Klo ist der Ort, der das physikalisch existierende Universum zusammenhält. Heißt, wer hier sagt, gibt es denn nicht wichtigere Probleme, Armut, Infrastruktur, dann nein, das öffentliche Klo ist die zentrale Infrastruktur, Konstellation der Unterteilung der Körper der Zeit, die hirnzerfetzende Kettensäge. Und das bedeutet, wenn eins der möglichen Szenarien für meine Zukunft dasjenige ist, dass ich mal zu einer älteren German Woman werde, man wird nicht als sie geboren, und wenn ich dann auf dem Weg zum Flussufer wäre, und wenn ich dann erführe, dass Jörg Sator auch da wäre, Jörg Sator, der Kopf einer Tafel in Essen, der gerade durch die Märzzonen von 2018 marschiert, mit dem Erlass, nur Reisepassdeutsche hätten den Permit, an seiner Tafel zu essen, mit dem Argument, dass sich viele ältere Frauen von Strangers eingeschüchtert fühlten, was crazy inkohärent davon ausgeht, dass sich Zugehörigkeit zur subversiven Zelle von Strangers und Zugehörigkeit zur subversiven Zelle älterer Frauen ausschlössen,
Wenn ich also zum Flussufer ginge, um nach Geld zu graben, dann wäre es so, ich möchte Jörg Sator schon jetzt den Bescheid geben, dass wenn ich dann wüsste, dass er auch da wäre, dann würde ich als ältere German Woman so eine scheiß Angst haben, dass ich nicht das nötige Selbstvertrauen hätte, rauszugehen. Lieber würde ich mich selbst töten und leaken und schreien und schreien und schreien. Trauriges Trinklied der Reservearmee der Freiberuflerinnen in Teilzeit. Ich mag das T-Shirt, das ich trage, aber im T-Shirt, das ich trage, steckt ein Billigkörper. Lecker, ja. Drumrum gewittert's, seit wir geboren wurden, regnen tut's nie. Untrennbar die witternde Zange. Liberal trickelt Trockenheit runter. Oh, fasch, oh, Blitze treffen die Schatten im Schatten. Die Liquidität donnert trocken mit den Schultern. Das war der Klimawandel unseres Lebens. Ich mag das T-Shirt, das ich trage, aber ich lieg hier in der Pfütze ohne Tropfen. Regnen tut's nie. Liberal trickelt die Trockenheit runter. Wann bin ich endlich wieder feucht im Mund? Im T-Shirt, das ich trage, steckt ein Billigkörper. Das war der Wandel unseres Einzellebens. Oh, fasch, oh, Blitze treffen die Schatten im Schatten die Schatten. Selbst wenn es nasse Tropfen runtertrickeln würde, was täten die paar Tropfen? Das T-Shirt, das ich trage, das trage ich echt gern, aber im T-Shirt, das ich trage, da steckt ein Billigkörper. Wir wollen nicht nur Tropfen, wir brauchen ganze Flüsse an Johannisbeersaftschorle und Hopfen. Wir wollen Flüsse trinken, 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 trinken. Es gibt keine Mitte, nur Herrin und Magd. Es gibt keine Mitte, nur Herrin und Magd, und ich bin beide Freiheit und Tod. Immer noch, wann schafft Deutschland sich endlich ab? Warum so Ewigkeit im Diesseits? Warum so keine Theorie des Übergangs? Warum keine Theorie? Wo der Horizont? Das Königreich um uns, immer noch Organ, ein Biomensch. Und wir? Und wir? Wir sind die Robotermädchen. Roboter schaffen sich gerne ab, wie sie sind, wie sie waren. Robotern macht das nichts aus. Roboter sind neugierig. Roboter freuen sich. Roboter haben Gefühle. Ich zum Beispiel, nur ein einfaches Robotermädchen unter vielen, würde mich so, wie ich bin, wie ich war, ganz empirisch, super gerne abschaffen. So wie als eine meiner besten Roboterfreundinnen sich vorsichtig und sanft auseinandergenommen hat und das sehr schön fand, sich und uns dabei zur Beruhigung Fragmente erzählt hat, darüber, wie es war und wie es sein wird, unablässig hart gesprochen hat, zum Beispiel Finger und Zähne ausgetauscht hat mit anderen, sich mit anderen frisch verbunden hat, die sich auch gerne abschaffen wollten. Sie haben Münder neu formiert, die offenlegen, wie es war, offenzulegen, wie es war. Würde sich nur das Königreich, das sich um uns die Roboterproteine herumwindet, auch abschaffen? Würde sich das Königreich abschaffen, so wie es ist, wie es war, könnte es auch endlich Roboter werden. Und auch in diesem Fall, wie bei meiner Roboterfreundin, würde jedes Staubkorn der Geschichte sichtbar bleiben, weil die Abschaffung ist das Gegenteil der Vernichtung. So würden auch die verstörendsten Details von damals heute sichtbar bleiben. Dass Roboter zwar Hand verschimmeln durften, sich aber nicht einfach so umbauen konnten, ohne Erlaubnis. Dass die Roboterföten und Roboterembryos in ihren metallenen Unterleibern trugen, die sie nicht einfach so ausbauen konnten, ohne Beratung. Dass das Zusammenbauen von Robotern in gefaltete, widersprüchliche, ihre Wunden zeigende, leckende, artifizielle Massensysteme, wenn sie das wollten, nicht einfach so vorgenommen werden konnte. Und dass in vielen Orten am Abend und am Sonntag die Gehsteige hochgeklappt werden mussten, weil so wenig los war, haben wir diesbezüglich jemals Erlaubnis gegeben? Diese Details aus der Wildnis würden wir immer wieder erforschen, nicht nostalgisch, sondern um sie zu zerlegen, während wir mit kitschiger Musik im Hintergrund, so kitschig, dass es wehtat, gen Horizont laufen, die Roboterpferde an unserer Seite. Lonely Twins Dialektik. Legende.
W ist gleich Ware, D ist gleich Dienstleistung, K ist gleich Kapital, P ist gleich Person. Wir alle sind Zwilling, wenn wir es wären, aber Staaten erlauben nur zwei. Die Städte noch nur hermetische Hütten, CO2. Wenn faktisch WD- und K-Ströme in Inversion durch Ps swischen, diese dabei aber Stein bleiben müssen, so das Life and Death Switch, Miniaturkontrolle Gartenzaun. Wenn unter ungeheurer Energieaufwendung krasse Ps sich dann doch heroisch bewegen, Stein zu Haut, ganz ratio-emotional nach Logik der WD- und K-Ströme, als P-Ströme auch frei fließen wollen. Wenn Hyperasymmetrie besteht zwischen dem Speed der WD- und K-Ströme auf der einen Seite und der Festsetzung von Ps auf der anderen als Dinge, Kommunismus war, gut, Ware wäre Freedom ohne Capital F. Wenn PP weiß, dass sie als Steinriesen rumliegen müssen, über die Jahre ihr allmähliches, zunächst fast unmerkliches Sterben stattfindet, so dass das Ultimatum plötzlich kommen mag, aber niemals ist das Sudden Death, dann erstens, ist all das der Ausgangspunkt, ist Lava, blau gefärbte Lava, Arbeitszeitlava, künstlich orangefarbene Lava, unsichtbare Lava, Lava aus Holz, scharf metallene Lava, Lavaschauspiel, tote, Lava 2020, Fließlava, was habt ihr eigentlich gegen Massen, ihr seid Massen, aufgefächerte Lava, und wir wollen nirgends anfangen als genau hier, das ist unser Ausgangspunkt, nicht der fucking Nullpunkt. Zweitens, jetzt erlaubt mir trotzdem, das langsame Sterben zu genießen. Und kommt nicht mit dem Gartenzaun an, auch ihr nicht, ihr unsichtbaren Komitees, auch nicht Kinderspiel im Ernst, auch nicht im Kinderspiel. Komm folgt auf Kapp, aber das kein automatisiertes Alphabet. Tut ihr's, legen wir nacktes, weiches, veganes Fell glitzernd auf die Spitzen eurer Zähne, Zäune. Drittens, die Leichen einfrieren ist Hyperkulturkonservatismus. Hört auf, keine Bewegung. Und der mysteriöse Zukunftszwilling kommt dann nicht mehr näher, Schluchz. Viertens, also, wir wollen, dass alle, die strömen wollen, global strömen können. Auch Waren und Dienstleistung und erstmal weiterhin Kapital, vor allem aber Personen. Geh durch mich, Kapitalismus, ich gehe durch dich zu deinem Endpunkt. Wir wollen nicht zurück, wir wollen uns übergeben, Schwämmen und Schwamm. Wir wollen Nylon, Jacke, notwendig steife Tischbeine sein, so lebendig wie sie. Lasst alle wandeln zu wo Arbeit und Leuchten und Sweatshirt veränderten Körpern. Wir, der Lonely Zwilling, die Übergänge, o Bewegung, o Transition, wollen strömen, persönlich. Bevor ihr die Grenzen schließt, öffnet die Grenzen und schließt sie dann nie. Weint, kommunistische Subjekte. Anti-confessional Minnesang in der ersten Person Plural. O der knapp innen Vermummung, sorgfältig wählen und lieben wir mündliche Masken, treu der Sache kontra Erkennung, also nicht wegen, sondern trotz der Verpflichtung, endlich Erlaubnis und Urlaub, mit geöffneten Augen gestisch die Larven, bewegungslos sei Kommunikation, vorwärts fliehen vor Erblichkeit, Benennung werden abgelehnt. Wir sind bindend und frei von Rede verschlossen. Individualperson zeigen? Nein. Girl-Geometrie in Massen? Ja. Eigenbiografie erzählen? Nein, haben nur die Autofahrer. Geweint, um nicht zu weinen? Ja. Organwaren ausklappbar? Nein. Mehr als zwei Wörter? Nein, siehe Gesetz, gibt es noch nicht. Öffnen. Nein, was wollt ihr von mir? Danke. Vielen Dank an Nikolai Vogel und Lisa Jeschke für diesen lyrischen Beitrag. Wir freuen uns total, hier immer noch live Muffat-Transformer. Schön, dass ihr dran seid, live aus der Muffat-Halle. Ist auch das erste Mal für uns, das ist die Auftaktveranstaltung. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir ihn für heute Abend gewinnen konnten. Denn er ist Philosoph und ehemaliger Staatsminister für Kultur und Medien.
Er ist außerdem Mitglied der Ethikkommission und er hat hier auch schon in dieser heiligen Halle philosophische Nachtgespräche geführt. Das heißt, das Ganze ist ihm nicht ganz unvertraut. Herzlich willkommen hier auf der Bühne, Professor Julian Niederrümelin. Sie haben das Wort. Also ich freue mich sehr, dass die Muffathalle jetzt aus ihrem, wie soll man das nennen, Corona-Schlaf erwacht ist. Übrigens, ich trage keine Maske, weil die nächste Person ungefähr 10 Meter weg ist. Das ist ein bisschen bedauerlich, aber im Augenblick nicht zu ändern. Ich finde es auch deswegen gut, weil in dieser Corona-Krise die Betroffenheit sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gibt ja Menschen auch in meinem Freundeskreis, die sagen, was habt ihr eigentlich? Also ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Wir haben mehr Ruhe, viele Termine sind ausgefallen und langsam habe ich mich auch an die ganzen Zoom-Meetings gewöhnt. Könnten wir eigentlich so weitermachen? Und na gut, ich sehe meine Kinder häufiger und die Kinder sehen mich häufiger. Das ist ja gar nicht so schlecht. Und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die ihren Job verloren haben und ihn auch nicht so schnell wiederbekommen werden. Gibt es die, die sich vielleicht ein Unternehmen aufgebaut haben, was jetzt kollabiert? Da helfen dann auch staatliche Darlehen nichts. Und da gibt es Ängstliche, die ohnehin Schwierigkeiten haben im Leben und die jetzt in Panik geraten. Zukunftsängste. Ich hatte ein interessantes Gespräch mit einem Jugendpsychiater vor kurzem auf BR. Da gibt es einen Podcast, auch Auseinandersetzung mit Corona. Das sind ganz interessante Begegnungen. Also machen wir das uns mal nicht so leicht. Manche, aber nicht alle, werden gut durch die Krise kommen. Es gibt eine Umfrage, die hat interessanterweise ergeben, dass sich über 2/3 überhaupt keine Sorgen um ihre persönliche Situation machen, aber sehr viele sich Sorgen machen um die Situation im Land insgesamt. Und die Künstlerinnen und Künstler gehören sicher zum ganz überwiegenden Teil zu genau denjenigen, die am allermeisten betroffen sind. Und ich freue mich über die staatlichen Maßnahmen. 1% kommt der Kultur zugute, immerhin besser als nichts. Aber da darf man sich Sorgen machen und vielleicht sind solche Veranstaltungen ein kleiner Beitrag dazu, dass die Katastrophe für die Kunst nicht zu groß wird. Ich habe mir vorgenommen, dafür bin ich ja eingeladen worden, so ein paar philosophische Aspekte der Krise anzusprechen. Jetzt nicht all diese Debatten nochmal jetzt hier aufzugreifen, ist die Strategie richtig oder falsch, sondern ein bisschen in die Tiefe zu gehen, ein bisschen Hirnschmalz aktivieren. Wo sind eigentlich die Konfliktlinien? Was bewegt sich da? Wie sind die Narrative, um so einen nicht ganz unproblematischen Begriff zu verwenden, die sich vielleicht verfestigen, die auch für die Zukunft nicht nur Gutes, vielleicht auch Gutes, aber nicht nur Gutes bedeuten können? Und ich will mich besonders jetzt hier auf zwei Begriffe oder Pole hier konzentrieren, nämlich auf der einen Seite unser Bedürfnis nach Freiheit, nach Selbstbestimmung, nach Autonomie, nach Eigenverantwortung und auf der anderen Seite unsere Abhängigkeit von anderen, unsere Bindung an Menschen, Einbettung in kulturelle Zusammenhänge und Kontexte. Es gibt einen Kritiker des Liberalismus, Michael Sandel, der hat das mit einem schönen amerikanischen Begriff versucht zum Ausdruck zu bringen, nämlich es gibt keine unencumbered selves. Es gibt keine Selbste, die gewissermaßen nicht irgendwie eingebettet sind. Und man kann durchaus sagen, dass die menschliche Existenz ist immer zwischen diesen beiden Polen. Bindung, kleine Kinder, die sehr auf ihre Eigenständigkeit Wert legen. Kleine Kinder wissen zugleich, sie brauchen jemanden, der auf sie aufpasst. Sie fragen, und wer passt auf mich auf? Und sie kriegen Angst, wenn niemand da ist, der auf sie aufpasst. Wenn wir dann älter werden, dann lernen wir mit der Zeit, dass wir uns auch auf uns selbst verlassen können, dass wir vielleicht auch Verantwortung haben für andere und dass wir nicht mehr ganz so, wie das zu Beginn unseres Lebens der Fall war, abhängig sind von dieser Einbettung, von dieser Bindung. Und wenn man jetzt in die politische Geschichte zurückschaut, gerade in Deutschland, besonders lange politische Geschichte, dann war sie geprägt durch die Vorstellung, die Menschen sind nicht in der Lage, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Sie bedürfen eines Fürsten oder eines Kaisers oder eines Papstes, der ihnen sagt, was richtig und falsch ist. Das ist das Narrativ des Feudalismus. In Deutschland erst knapp über 100 Jahre überwunden, und zwar als
Ergebnis eines desaströsen Weltkrieges, des Ersten Weltkrieges 2018-19 hier in München mit einer fulminanten, aber dann rasch scheiternden Revolution eingeleitet. 100 Jahre ist das erst her. Und was war das Narrativ zuvor? Das Narrativ zuvor war, der Fürst kümmert sich um seine Untertanen. Das ist seine Pflicht. Und die Untertanen sind auch nicht in der Lage, ohne den Fürsten zu leben, weil der weiß, was gut ist für seine Untertanen. Der wird das schon einrichten. Und entsprechend verlangt er Loyalität und Gehorsam. John Locke, lange bevor auch in Deutschland die Demokratie sich durchsetzte, in Großbritannien, argumentierte dagegen und sagte, jeder Mensch ist frei geboren. Er hat gleiche individuelle Rechte und Freiheiten. Recht auf Leben, Recht auf körperliche Unversehrtheit, Recht auf rechtmäßig erworbenes Eigentum. Und der Fürst darf da nicht eingreifen, weil das ist, ja, Locke war sehr fromm, das ist Ausdruck der Tatsache, dass wir Eigentum Gottes sind. Das heißt, wer uns Eigentum nimmt, was wir erworben haben, oder unseren Körper beschädigt oder uns gar das Leben nimmt, der beschädigt das Eigentum Gottes. Also wir sind geboren mit Rechten. Und der Staat hat die Aufgabe, diese Rechte zu wahren. Also Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, nicht so ganz die, die wir heute haben, aber sowas Ähnliches stellte sich John Locke schon vor. Gewaltenteilung, Checks and Balances. Das ist Ausdruck von Autonomie. Menschen sind gleichermaßen frei, gleichermaßen selbstverantwortlich. Und damit sie das sein können, müssen sie Rücksicht nehmen auf andere. Sie dürfen deren Rechte nicht verletzen. Das ist die Idee. Und da das nicht immer freiwillig funktioniert und da es immer mal wieder Übergriffigkeiten gibt, und dann Streit entsteht, wie man denn das sanktionieren, bestrafen sollte und dann vielleicht Blutrache und Vergeltungsaktionen und so weiter, muss man das stabilisieren, aber so, dass die individuelle Freiheit gewahrt bleibt. Und im Laufe der Zeit hat sich dann herausgestellt, dass wenn man individuelle Rechte und Freiheiten gewährt, man auch dafür sorgen muss, dass die Menschen Autorinnen und Autoren ihres Lebens dann bleiben, wenn sie in existenziell schwierige Situationen geraten. Zum Beispiel durch Krankheit, durch Alter, durch Elternschaft, durch Arbeitslosigkeit. Das heißt also individuelle gleiche Freiheit, die Möglichkeit gleichermaßen Autorin oder Autor des eigenen Lebens zu sein, setzt voraus, dass es bestimmte Garantien gibt. Ohne Sozialstaat keine Demokratie. Ohne Bildung, Allgemeinbildung, die alle gleichermaßen einbezieht, die nicht sortiert und nicht selektiert und nicht Klassen schafft, ein Unten und ein Oben, sondern die Chancen schafft für das eigene Leben. Ohne Bildungsstaatlichkeit keine gleiche individuelle Freiheit. Das ist die große Errungenschaft der Demokratie. Es ist ganz falsch, wenn man etwa meint, dass die Demokratie nichts anderes sei als das Wirken der Mehrheit, das Durchsetzen der Mehrheitsmeinung in der Politik, in der politischen Praxis. Ganz falsch. Wir wären nicht bereit, uns einer demokratischen Ordnung diesen Typs zu unterstellen, weil wer garantiert denn, dass ich nicht zu einer Minderheit gehöre? Zu einer religiösen Minderheit zum Beispiel. Oder zu einer unterdrückten Gruppe. Das können auch Mehrheiten sein, lange Zeit Frauen. Wer garantiert das? Die reine Abstimmungsverfahren kann mir nichts sichern. Das Frauenwahlrecht kommt relativ spät in der Demokratieentwicklung. Also keine Demokratie ohne die Garantie von Freiheit und Rechten, individuellen Rechten. Und die Demokratie beinhaltet insofern eine Zumutung. Sie mutet den Menschen zu, sie mutet ihnen zu, dass sie Verantwortung für sich und für andere übernehmen. Ich habe jetzt über die Corona-Krise nicht gesprochen. Werde ich auch erst ganz zum Schluss machen. Aber ich will mal allgemein sagen, in Situationen, in denen Menschen Angst haben, das gilt im Privaten, das gilt kulturell,
Das gilt politisch. In Situationen, in denen Menschen große Angst haben, verkindlichen sie. Sie wollen dann zurück an den Rockzipfel der Mutter, die ihnen hilft und die sie beschützt. Das ist eine völlig verständliche Reaktion. Verängstigte Menschen legen keinen Wert auf Selbstwirksamkeit, Autonomie und Freiheit, sondern verängstigte Menschen suchen nach Schutz. Und das ist völlig legitim. Gesundheit ist ein hohes Gut. Das individuelle Leben ist ein hohes Gut. Und man stelle sich mal für einen Augenblick einen Staat vor, der alles tut, damit die Gesundheit optimiert wird und das Leben möglichst lange für die Menschen dauert, die Lebenserwartung möglichst hoch wird. Ein solcher Staat wird Alkoholgenuss verbieten oder kontrollieren. Ein solcher Staat wird, wir sind hier in München, Bergwanderungen im Herbst auf höhere Alpengipfel untersagen. Ein solcher Staat wird bei den anlaufenden Grippewellen, saisonalen Grippewellen des Herbstes selbstverständlich zwingen, dass die Menschen zu Hause bleiben, dass sie sich nicht begegnen, dass die Restaurants geschlossen werden, dass die Muffathalle nicht mehr weiter ihre Veranstaltungen abhalten kann, weil damit Gesundheitsrisiken verbunden sind. 2018 hat es innerhalb weniger Wochen nach Auskunft des Robert-Koch-Institutes 25.100 Todesfälle durch die damalige Influenza gegeben. Das ist kein einmaliger Fall, sondern das wiederholt sich alle paar Jahre. Allerdings war das ein Spitzenwert. In den Jahren zuvor waren das in den Höhepunkten. Dazwischen sind dann immer Jahre mit sehr wenig Todesfällen, mal 20.000, mal 18.000, mal 17.000. 2018 in Italien 34.000 Menschen. Und niemand wurde aufgefordert, sich nicht zu infizieren. Manche wurden empfohlen, manchen wurde empfohlen, sich impfen zu lassen, wenn sie zu Risikogruppen gehören, insbesondere ältere und vorerkrankte Menschen. Es war eine Empfehlung, kein Zwang. Ein Staat, der Gesundheit und Leben ins Mittelpunkt rückt, schützt einen hohen Wert. Aber zur gleichen Zeit dürfen wir nicht zurückfallen in einen paternalistischen Staat, der mit dem sehr vernünftigen Ziel, Menschenleben zu schützen und die Volksgesundheit zu fördern, die normative Grundlage der Demokratie beschädigt. Und diese normative Grundlage ist gleiche individuelle Freiheit, Respekt füreinander, Anerkennung auf gleicher Augenhöhe und die Bereitschaft zu kooperieren, um das Ganze zusammenzuhalten. Es macht einen großen Unterschied aus, ob wir uns kooperativ verhalten, aus eigenem Antrieb, oder ob wir den Staat in eine paternalistische Rolle drängen, im Grunde die Rolle des Fürsten früherer Zeiten, der uns sagt, was richtig und falsch ist, und wir nur das tun, was jeweils vorgeschrieben ist. Und jetzt erst mache ich zum Schluss einige ganz wenige Bemerkungen zum Thema Corona-Krise. Es hat eine Debatte, um mal einen Aspekt herauszugreifen, um die Frage gegeben, welche Maßnahmen welche Wirksamkeit entfalteten. Deutschland ist zu Recht froh, dass die Krise nicht die Ausmaße angenommen hat wie in Frankreich und Italien oder Spanien oder jetzt USA, vermutlich Brasilien. Und was das für den globalen Süden demnächst bedeutet, ist heute gar nicht abzusehen. Ich vermute nicht so sehr wegen der Todesfälle durch Corona, weil der Altersaufbau ein ganz anderer ist im subsaharischen Afrika, sondern die Nebenfolgen der Corona-Infektionsbekämpfung zeigen jetzt schon massive Unterbrechungen von Nahrungsketten, von Lieferketten und vieles andere. Das heißt, da kann man sich wahrscheinlich noch auf Schlimmes einstellen. Es wäre absolut unverantwortlich gewesen, das einfach laufen zu lassen, wie das manche empfohlen haben. Staatliches Handeln war dringend geboten und wir wussten am Anfang, niemand wusste wirklich, wie sich das mit dieser neuen Form einer Infektionskrankheit verhalten würde. Wir wussten zum Beispiel nicht, dass in diesem Fall ganz anders als bei Influenza die Hauptquelle des Infektionsgeschehens nicht wie bei Influenza in den Krippen, Kindergärten und Schulen liegt. Das kennen Eltern. Ich habe selber 3 schulpflichtige Kinder, was das bedeutet, sondern das hat sich erst im Laufe der Zeit
herausgestellt, es ist zum Teil immer noch wissenschaftlich umstritten. Man wusste auch am Anfang nicht, dass sich die Todesfälle so stark konzentrieren auf vorerkrankte Menschen, viel stärker als bei den meisten anderen Epidemien. Deswegen war es richtig, dass massiv reagiert wurde. Interessanterweise ist der Rückgang des Infektionsgeschehens, der Ausbreitung der Infektionen, schon vor dem Shutdown eingetreten. Der Shutdown hat das möglicherweise stabilisiert und drunten gehalten. Deswegen sage ich nicht, dass er vergeblich war. Der Shutdown am 22. März vorausgegangen war, Verbot großer Veranstaltungen, Schulschließungen, dann 22. März, der sogenannte Shutdown, der bei uns sehr viel zurückhaltender ausgefallen ist als in Italien oder Frankreich oder Spanien. Aber das Interessante ist, dass schon durch die Maßnahmen, die ersten Maßnahmen und die Kooperationsbereitschaft der Menschen die Ausbreitung massiv zurückgegangen ist. Und ich glaube, wir sollten das als Beispiel oder als Hinweis dafür nehmen, dass wir so rasch wie irgend möglich zu einer Praxis der Eigenverantwortung, der Kooperationsbereitschaft zurückkehren, dass wir die Zwänge peu à peu abbauen. Und das können wir umso eher rechtfertigen, erstens, wenn es Behandlungsmethoden gibt und eine verlässliche Impfung, die gibt es gegenwärtig beides nicht. Und wir wissen auch nicht, ob es das je geben wird. Und zweitens, dass es uns gelingt, auch mit smarten Methoden, heute geht es auch darum, eine App, endlich eine App, Wochen später, Monate später, als das in Ostasien schon eingesetzt worden ist, zum Einsatz zu bringen, viel zu spät, wenn es uns gelingt, die Schutzbedürftigen, die in erster Linie und am meisten Schutzbedürftigen zu schützen, dann können diejenigen, die selbst für sich kein Risiko eingehen oder fast kein Risiko, wie die Menschen unter 20 und die nicht vorerkrankten Jüngeren, das geht hinauf bis in die Altersgruppen 50 und 60, dass man diesen Menschen dann ermöglicht, die Aktivitäten entsprechend wieder zu entfalten und möglicherweise auch die künstlerischen und kulturellen Aktivitäten wieder so hochzufahren, dass die Vitalität dieser Gesellschaft nicht beschädigt wird. Da bin ich hoffnungsvoll. Und es ist ganz wichtig, dass wir dabei die normativen Grundlagen der Demokratie im Auge behalten und nicht diese Phase der Verkindlichung jetzt über Monate oder Jahre am Ende ausdehnen. Das meine etwas zum Schluss bewusst provokativen Thesen zur Diskussion. Dankeschön. Ich habe Ihnen ganz gebannt gelauscht. Vielen Dank. Ich hoffe, noch ein paar andere, die jetzt hier nicht versammelt sind. Vermutlich. Übrigens auch in den nächsten Wochen immer auf muffatwerk.de und auf egofm.de könnt ihr das hier nachhören. Ich möchte Ihnen noch ein paar Fragen dazu stellen. Gleich zu Beginn haben wir uns mit Ihnen in die Hände der Feudalherren geflüchtet sozusagen. Sind wir gut aufgehoben in den Händen unseres Staates gerade? Also ich glaube, es gibt schon zu Recht ein Grundvertrauen, was ziemlich groß ist. Das ist in Deutschland wesentlich größer als zum Beispiel in einem Nachbarland wie Frankreich gegenwärtig. Mhm. Und das hängt schon damit zusammen, dass die demokratischen Institutionen besonnen agiert haben, dass sie sich beraten haben lassen, dass da auch Fehler gemacht worden sind, liegt auf der Hand. Zum Beispiel ist schwer einzusehen, warum wir die Wochen, seitdem klar war, hier droht etwas, bis zum Ausbreitungsgeschehen, das sind immerhin fast 2 Monate gewesen, ja, in Deutschland nicht genutzt haben, um Masken, um Schutzanzüge, um uns vorzubereiten entsprechend. Das haben wir nicht getan. Das muss man auch irgendwann noch mal diskutieren. Das Robert-Koch-Institut hat 2012 eine Pandemieszenario entwickelt. Lesen Sie das mal. Das ist so ungefähr das, was jetzt passiert ist. Und es ist nichts geschehen seit 2012. Nichts geschehen. Das darf man durchaus kritisieren. Aber insgesamt glaube ich, bei diesen schwierigen Voraussetzungen ist dann vernünftig agiert worden und deswegen ist auch erfreulich, dass die Bevölkerung großes Vertrauen bislang hat, was nicht heißt, dass es Unzufriedenheit gibt und die darf man auch nicht marginalisieren und sagen, das sind alles Idioten oder alles Verschwörungstheoretiker. Das ist nicht der Fall. Natürlich. Jetzt haben Sie auch vorhin die asiatischen Staaten ins Spiel gebracht, zum Beispiel in Südkorea. Mhm. Gab es ja ein völlig anderes Modell. Ja. Wäre das für uns auch irgendwie denkbar gewesen? Also ich will gestehen, da wundert manche, weil ich sehr, sehr immer auf Autonomie setze und auf Selbstverantwortung. Ich bin sehr für das südkoreanische Modell. Südkorea ist eine Demokratie, ist keine Diktatur, hat eine sozialliberale Regierung, die mitten in der Krise mit großer Mehrheit wiedergewählt worden ist. Sie haben keinen Shutdown gehabt, keinen allgemeinen
Zwangsmaßnahmen dieser Art. Und sie waren am Anfang mit China das hauptbetroffene Land der Welt. Mhm. Südkorea und China. Schauen Sie sich nochmal die Zahlen an. Das schießt nach oben zusammen mit China. China lassen wir mal aus, da sind wir nicht sehr gut informiert. Das ist eine Diktatur, es sind teilweise quasi militärische Maßnahmen ergriffen worden. Das kommt für uns nicht in Frage. Aber Südkorea hat offenbar mit sehr viel freiwilligem Engagement, Kooperationsbereitschaft der Bevölkerung, Disziplin der Bevölkerung, gut, Frage, ist das in Deutschland auch möglich? Ja, ich würde sagen, manche spricht dafür. Und vor allem smart. Also sie haben eben digitale Tools eingesetzt, die hier offenbar als problematisch empfunden wurden. Ich kann das durchaus nachempfinden, aber man muss schon mal schauen. Ich meine, nicht nur die jüngere Generation, sondern auch meine Generation stellt völlig bedenkenlos, manchmal mit Bedenken, aber wir tun es trotzdem, unsere Nutzerdaten, Instagram oder Facebook, Google Maps und so weiter, Ortung, selbstverständlich zur Verfügung. Und dann in diesem Fall sagt man, um Gottes Willen, hier könnte der Staat nachverfolgen, wann ich mich wo aufgehalten habe. Naja, was hat der Staat daran für ein Interesse in dieser Krise? Also ich hätte dem Staat in dem Sinne, in dem Fall mehr Vertrauen entgegengebracht als Facebook und Google und Co. Und hätte gesagt, für 8 Wochen oder 12 Wochen begrenzt können wir das Wagnis eingehen. Jetzt haben wir ein dezentralisiertes System, eine lokale Speicherung, nicht europaverträglich. Wer aus Frankreich kommt hierher, hat wieder Probleme. Ja. Also ich bin mit der Entwicklung nicht zufrieden und Südkorea hat vorgemacht, wie man ohne allgemeinen Shutdown sehr rasch aus der Krise kommt und ohne Beschädigung von Grundrechten. Sie beschäftigen sich ganz viel mit Risikoethik. Ja. Vielleicht können wir erstmal den Begriff so ein bisschen aufdröseln. Ja. Was bedeutet das überhaupt, Risikoethik? Also es ist die Frage, wie geht man angemessen mit Risiken um? Und das ist nicht einfach, weil wir sind gewissermaßen ja auch Tiere. Die Tiere, die wir sind, die haben gelernt, Gefahren zu vermeiden. Wir weichen aus, wenn wir irgendwie im Verkehr uns jemand entgegenkommt. Wir reagieren da unglaublich schnell meistens und gut. Wir sind aber nicht eingestellt aufgrund unseres biologischen Erbes, Risiken, die zukünftige Generationen betreffen, Stichwort Klimawandel oder allgemeine Risiken, die Tausende, Abertausende von Menschen betreffen, irgendwie plastisch uns vorzustellen. Und deswegen fällt es uns nicht leicht, damit rational umzugehen. Und Risikoethik versucht genau das. Das heißt, man schaut erstmal, was ist eigentlich eine angemessene Risikopraxis? Und man könnte sagen, ja, ganz einfach, das ist die Praxis, die am wenigsten Schäden verursacht oder die geringste Wahrscheinlichkeit für Schäden, also das Produkt von Schaden und Wahrscheinlichkeit minimiert. Nein, so einfach ist es eben nicht. Denn zum Beispiel Gerechtigkeit, man könnte ja sagen, ein kleiner Teil der Bevölkerung kriegt die schweren Risiken aufgelegt und 90% der Bevölkerung sind dann befreit. Das geht natürlich nicht. Das ist Risikoethik. Das heißt, Verteilungsfragen sind wichtig. Es geht auch um den Lebenszyklus von Menschen. Wenn ich ein bestimmtes Risiko Menschen auferlege, ich sage jetzt etwas, was leicht missverstanden werden kann, aber ich will es mal trotzdem, sind ja hier philosophisch Interessierte auch, sagen, einer jungen Frau zum Beispiel, die hat ein extrem niedriges Todesfallrisiko pro Jahr, wenn sie gesund ist und in einem Staat lebt, in dem auch Schwangerschaft nicht gefährlich ist und so weiter. Viel geringer noch als junge Männer, weil die eben risikogeneigter sind in ihrem Verhalten. Das gilt für fast jede Alterskohorte von 0 bis 5, 5 bis 10. Überall sterben weniger Frauen als Männer prozentual, also in ihrer Gruppe. Und das hängt sicher auch damit zusammen, aber nicht nur. Und wenn ich dieser Person dann ein Risiko auferlege, sagen wir mal in einer bestimmten Größenordnung, sagen wir mal, das Risiko erhöht sich auf 1/100 pro Jahr zusätzlich zu Tode zu kommen, dann ist das für diese junge Frau eine extreme Steigerung ihres Risikos, weil die vielleicht nur ein Risiko von 1/1000 oder 1/4000 hat, im nächsten Jahr zu Tode zu kommen. Das heißt, es ist eine gigantische Vergrößerung ihres Risikos zu sterben. Wenn Sie dasselbe Risiko mir auferlegen, ja, dann sieht es schon ganz anders aus, weil das nur noch eine kleine prozentuale Erhöhung ist meines Risikos, im nächsten Jahr zu sterben. Ja, und umso älter oder vorerkrankter das ist, umso mehr. Das heißt, man muss sehr genau hinschauen, wie man umgeht und wie man zugleich einerseits Diskriminierungen unzulässige vermeidet, aber andererseits, das Stichwort ist Risikostratifikation, Risiken dort besonders ins Auge nimmt, wo sie besonders groß sind. Mhm. Und das haben wir bislang nicht gemacht, weil uns die Tools fehlten, gewissermaßen damit umzugehen.
Es ist zum Beispiel schon ein gewisser Skandal, darüber redet kaum jemand. Wir hatten zu Beginn der Pandemie eine Letalität von Covid-19, die lag ungefähr bei 0,3 und 0,4%. Und sie ist jetzt 10-mal so hoch, mehr als 10-mal, da redet niemand mehr drüber. Komischerweise berichten auch die Zeitungen nicht mehr die Letalitätsentwicklung. Ich weiß nicht, wer die Idee hatte, diese Zahlen nicht mehr zu nennen. Da ist was passiert und man kann sagen, was passiert ist. Die Covid-19-Pandemie hat ausgegriffen auf Altenheime, Pflegeheime, Krebsstationen in Eppendorf und so weiter. Ja? Das heißt also, es ist uns nicht gelungen, risikostratifiziert, diejenigen zu schützen, die besonders gefährdet sind. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, Charles de Gaulle, der Stolz der französischen Nuklearverteidigung, hat ja eine Covid-19-Epidemie erlebt, die mehr als die Hälfte der gesamten Besatzung erfasst hat, 1000 so und so viel, von 2000 so und so viel. Und da konnte man sehen, was bei Mittelalten bis Jüngeren, nicht Kindern, nicht Jugendlichen, Mittelalten, passiert. Ich glaube, 24 mussten in die Klinik bei über 1000 Betroffenen. Das heißt, das ist relativ harmlos. Das sind aber natürlich kein statistischer Querschnitt der Bevölkerung, sondern es sind diejenigen, die wahrscheinlich relativ gesund sind und relativ viel Bewegung haben und so weiter. Das heißt, das Risiko bei Covid-19 ist extrem ungleich verteilt und da muss man die schützen, die am meisten schützenswert sind, wenn man das kann. Am Anfang konnte man das nicht und nicht allen die gleichen Maßnahmen auferlegen, die dann am Ende die Ökonomie, das soziale Leben, die Kultur zum Erliegen bringt. Das sind die leichten Themen für euren Samstagabend. Tatsächlich nochmal nachgefragt, wir sind ja auch bei Muffa Transformer hier und es hat sich viel verändert in den letzten Monaten in unserem Leben und auch im Umgang mit Kultur und generell. Wie konnten Sie das beobachten? Ist da jetzt vielleicht eine neue Motivation entstanden? Hat sich vielleicht auch die Jugend mehr politisiert? Es gibt ein merkwürdiges Phänomen auch aus der Geschichte. Also die älteren Jahrgänge in der, ich bringe jetzt ein Beispiel, bitte nicht missverstehen, in der NS-Zeit, die waren schuldig. Aber sie waren psychisch nicht so stark betroffen wie die Jüngeren. Und umso jünger, umso stärker. Die Jüngeren haben das gar nicht als Leid empfunden, sondern die wuchsen auf in diesem NS-System und internalisierten das. Und aus dieser Erfahrung heraus mache ich mir am meisten Sorgen eigentlich um die ganz Jungen. Wenn jetzt Kinder heranwachsen, mein jüngster Sohn ist 6, Kinder heranwachsen mit dem Gefühl, andere sind eine Quelle von Gefahr. Andere Kinder auch. So, man kann ja jetzt nicht sagen, ja, du für dich selber ist es keine Gefahr, weil du so jung bist, sondern die sagen ja, es ist eine Gefahr. Das heißt, komm mir nicht zu nah, bleib mir fern. Und wir haben sowieso eine interessante kulturelle Entwicklung, über die wir vielleicht auch mal irgendwann reden sollten, dieses Social Distancing, dieser Ausdruck, der völliger Quatsch ist, ein Unding. Es ging ja überhaupt nicht um soziale Distanz, sondern um lokale, um räumliche Distanz. Es ging um soziale Nähe und Kooperation. Also das Gegenteil davon. Wir haben das leichthin verwendet. Und man kann durchaus sagen, dieses Social Distancing zieht sich in den letzten Jahren schon durch die Kulturentwicklung durch. Bleib mir auf Abstand. Ich will nicht dir zu nahe kommen. Du bist gefährlich. Ja? Andere sind gefährlich für mich. Und wenn das die Botschaft ist, mit der eine sehr junge, die Jüngsten jetzt, aus dieser Krise, je nachdem, wie lange die anhält, ja, kann ja sein, dass sie noch länger anhält, hervorgehen, dann wäre das keine gute Entwicklung. Sie sind selber aus einem Künstlerhaus. Ihr Papa war Bildhauer. Ich glaube, noch mehr, dessen Papa Großvater auch noch, und so weiter. Genau, also da sind auch ganz viele Künstler bei Ihnen zu Hause ein- und ausgegangen. Und jetzt stehen wir hier in dieser Muffathalle, die Ihnen auch nicht ganz unbekannt ist, in der ich 1000 geniale Konzerte miterlebt habe. Und wir fragen uns natürlich jetzt, Sie haben den Einblick in die Wissenschaft, Sie haben aber auch den Einblick in die Politik. Wo stehen wir? Wie geht's weiter? Also sagen wir mal so, die Welt zerfällt in Pessimisten und Optimisten. Ich glaube, die Demokratie lebt von einem Grundoptimismus. Ich meine, wenn man zu pessimistisch ist, dann glaubt man auch nicht an die Demokratie, dann glaubt man nicht an die Zukunft, dann kann gleich alles gewissermaßen auch ganz schlimm werden. Also ich plädiere schon, einen gewissen Grundoptimismus jetzt aufrechtzuerhalten und zu sagen, wir sind in Deutschland sowieso, haben wir wieder mal ziemlich Glück gehabt. 2019 hatten wir auch ziemlich Glück, das war auch gute Politik. Auch, man muss auch mal anerkennen, dass die wirtschafts- und sozialpolitische Abfederung dieser zweiten Krise jetzt offenbar wieder ganz gut konzipiert ist, vielleicht besser als in jedem anderen westlichen Land.
Ich könnte mir vorstellen, dass am Ende die politischen Institutionen sogar gestärkt werden, weil nämlich die Phase vielleicht endgültig vorbei ist, wo es hieß, der Staat ist eigentlich lästig, möglichst wenig Staat. Jetzt rufen alle, auch in der Wirtschaft, nach dem Staat und man erwartet von staatlichen Institutionen Rettung oder Stabilisierung. Und das könnte die Demokratie auch stärken, nämlich dass man sagt, dann müssen wir auch mal schauen, wie wir auf globaler Ebene, sagen wir mal Korsettstangen, ein bisschen politisch problematischer Begriff, Korsettstangen einziehen, um diese Art der Chaotisierung der Weltwirtschaft und der Abhängigkeit von Lieferketten, die kein Mensch mehr durchschaut und die wahnsinnig anfällig sind, dass wir die reduzieren und vielleicht auch langfristige Strukturen legen, damit zum Beispiel Klimawandel oder Artenverlust und so weiter besser politisch kontrolliert und gestaltet werden kann. Herr Professor Niederrümlich, ich danke Ihnen vielmals für die Ausführung. Tut mir leid für den schweren Tobak, aber Sie haben mich eingeladen. Natürlich, ja, okay. Genau das wollten wir auch. Okay. Vielen lieben Dank Ihnen. Alles Gute. Jo, tschüss. Hier geht es sowieso gleich weiter mit Musik. Ja, da darf man schon mal klatschen. Leute, ist immer komisch in so einem leeren Raum. Ihr müsstet eigentlich sehen, wir haben hier fast ein halbes Fernsehstudio aufgebaut, sind umzingelt von Kameras und das ist quasi der erste Testlauf. Und wir sind wahnsinnig froh über alle, die dabei sind und die uns vielleicht zusehen. Und wenn ihr es gerade seht und gar nicht so schlecht findet, ihr könnt euch ein virtuelles Ticket ziehen für einen Fünfer. Tut damit was Gutes, unterstützt eure Muffe und die Musiker, die auch heute hier sind. Deshalb jetzt nochmal Mahler und Ozono und dann geht's gleich weiter mit den Kites. Nochmal schönen Abend und vielen Dank, dass wir hier auftreten dürfen an die Muffatalle und alle, die daran teilhaben. Wir leiten den Abend noch ein für die Kites mit einem letzten Lied von unserer Seite Mahler und Ozono und es geht eigentlich um Probleme und ich meine nicht Corona. Tumbles down on me and through the battleground and the wounds in my head 'cause they won't disappear and they won't leave me.
should draw now, there will never dance again. There will never dance again. Und Osono, die uns hier immer so schöne Zwischentöne liefern. Vielen Dank, Jungs. Sie haben sich extra für diesen Abend sozusagen gegründet. Und jetzt bin ich hier zusammen mit der Indie-Band der Stunde. Wir freuen uns, euch jetzt hier reinnehmen eigentlich, oder? Ja, es ist einfach gut, wieder unterwegs zu sein. Es fühlt sich schon an wie unterwegs sein irgendwie. Und es fehlt uns am meisten. Du meinst mit selber gespielt oder selber gespielt jetzt? Fünfte Mal jetzt, ja. Ja, ja. Kommst du denn da drauf? So von Künstlerkollegen gehört, was ist es für eine Zeit gerade? Wie sieht es mit Hilfen aus? Ich glaube, es trifft alle gleich. Also es findet ja kein einziges Konzert statt. So, also da trifft es schon alle. Und wir müssen jetzt sagen, von unserem Ding her, so, wir wurden ganz gut unterstützt. Ja. Zum Beispiel von der Initiative oder so. Da haben wir schon ein paar Hilfen bekommen, dass man als Band dann da überleben kann und weitermachen, weil... Ja, ist ja wichtig, sonst gibt es keine Mucke mehr. Absolut. Ihr habt 3 Konzerte ausverkauft, kurz vor Lockdown. Ja. Das war ja euer Triple M, eure völlig kranke Triple M-Reihe. Gutes Timing noch gehabt da. Absolut, absolut. Dann habe ich gesehen, es gibt auch einen neuen Song mit Nina Chuba zusammen. Ja, voll. Total witziges Teil. Wie ist das entstanden? Ja, wir haben die echt im Surfcamp kennengelernt. Wir waren da beim Pines and Beach Festival, eine Woche
ja, eine Woche surfen und dafür halt ein Konzert spielen da mitten im Camp. Und war super geil, die war auch da und haben wir irgendwie abgecheckt, die macht auch voll Mucke. Und dachten uns, das passt gut zusammen. Richtig witziger Song, vielleicht demnächst auf Ego FM, wer weiß. Auf jeden Fall gebe ich euch jetzt gleich die Bühne frei. Ich würde noch mal gern wissen, wie ist das vom Feeling her? Normalerweise guckt ihr hier in ein volles Haus, in Leute, die ausflippen. Die hocken jetzt hoffentlich zu Hause und sehen uns zu und denken sich, geil, die Kites spielen, da bin ich dabei. Macht euch Platz, Leute, zu Hause. Genau, räumt mal den Wohnzimmertisch zur Seite. Es geht gleich zur Sache hier. Wie fühlt sich das für euch an, jetzt so ein Konzert zu spielen? Ja, weiß nicht, die Bühne ist natürlich schön, ja. Das ist kein Wohnzimmer. Ja, genau. Ja, es ist halt natürlich was komplett anderes und es kann auf keinen Fall das ersetzen, was ist, wenn halt ihr hier alle da seid. So. Und ja, man tut das Beste, um halt das irgendwie zu kompensieren. So. Und ich freue mich auch mega hier, danke an den Dietmar, an ganz Ego FM hier, an das ganze Team, dass sowas stattfindet. Und ja, wie heute, wir halten uns an alle Regeln so. Super geil. Also ich finde, es funktioniert gut. Top. Da schließe ich mich gleich an. Ich sage vielen Dank. Ich bin raus. Max Clement von Ego FM sagt Tschüsschen. Ihr macht weiter. Jetzt blast dann euch die Kites ins Wohnzimmer weg. Haut rein, Jungs. Richtig geil. Bam. Come on home.
by calling spot. Yes, you want out of a guy. Time to leave us all alone. Time to come on home. So we come on home. On cloud nine. So please waste my time for a little while. You can see what's up ahead and feel fine.
Hallo. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Oh Mann, ist das intim. Voll. Ja, weiter geht's. Es wird nicht viel gelabert. Wir sind die Kites aus München. Danke für die Einladung. Geht euch? I set no limit. The winner takes it all, you're out or in it. My back's against the wall, can't wait a minute. Seeing you is what I need to do, I raise the limit. The spins, I'm going round the bend, we play no limit. So raise the bar again, all out or in it. I want you back for life, I need you by my side. Together we stay positive, doing our own politics. I want you back for life, I need you by my side. Together we stay positive, doing our own politics. I want you back for life. Don't stop, begin it. All kinds of weather things. Down, we're in it. Our backs against the wall, keep playing, no limit. So raise the bar again, all out or in it. I want you back for life, I need you by my side. Together we stay positive, doing our own politics. I want you back for life, I need you by my side. Together we stay positive. Doing our own politics. Back for life. I want you back tonight. Want you by my side. You make me feel so right. I want you back for life. I want you back tonight. Want you by my side. You make me feel so right. I want you back for love, I need you by my side. Together we stay positive, doing our own politics. I want you back for love, I need you by my side. Together we stay positive, doing our own politics. I want you back for love, I want you back tonight. You make me feel so right. To find the way to get you into me, I gave my heart away, but you keep telling me that you will walk away someday. You tell me that I tried too hard and that I'm not the one you want, the one you want. It's been this way right from the start. I see it now, look where we are. Well, we are. Everything I try won't seem to matter. We won't get any better. Everything I try won't seem to matter. We won't get any better. Every time I look at you, I know that you were never mine. Should have seen the sign. I know that I was wrong. How could I been so blind? Oh. You tell me that I tried too hard, that I'm not the one you want, the one you want. It's been this way right from the start. I see it now. Look where we are, where we are. Everything I try won't seem to matter. We won't get any better. Everything I try won't seem to matter. We won't get any better.
we won't get any better. Ich hoffe, ihr habt alle was Leckeres zu trinken auf eurem Couchtisch. Cheers, cheers. Danke auch für die tollen Reden und die tollen Ansprachen. Super nice, super informativ. Gute Worte. Wir spielen einen neuen Song. Der ist auf unserem Album. Waking up, cause it's midtime. Oh gut, sorry, aufpassen, aufpassen. Technischer Creep, ich höre hier was, was ich gar nicht hören dürfte. Emily on my mind. Oh,
melody in my heart. There's a gallery of our time. I can still feel the chemistry between you, me, and Emily. I get lost in the symmetry for a while. Got Emily on my mind. Dankeschön. Könnt ihr es fühlen? Ja. Seid ihr mit uns? Gleich Pink Floyd im Hauptprogramm. Ja. No reason to reach out when the lights are low. Captured by a scent in your afterglow. In the middle of the night we begin to fly. Reach right out and pull me close. Electrified, oh, don't you know? Oh, yeah, it feels like days away. You're making me move like there's nothing to lose. Oh, yeah, it feels like days. There is nothing to lose. You gotta take me home. But I don't know you, but oh, I think I want you. Got this feeling you gotta take me home. It's like you know me the way you last control me. Got this feeling you walk out one for love. La, 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 la. No reason to be tired when the lights get low. I'll get you by your scent and your afterglow. In the middle of the night we begin to fly. Reach right out and pull me close. Electrified, oh, don't you know? Oh, yeah, it feels like days away. You're making me move like there's nothing to lose. Oh, yeah, it feels like days. There is nothing to lose. You gotta take me home. But I don't know you, but oh, I think I want you. Wir werden jetzt All Right spielen.
nächste Band, nächste Band. Ja, schön, dass ihr noch dran seid. Obwohl so eine lange Werbepause jetzt gerade war. Ja. Yeah. Woo. Yeah. Woo. All right. Yeah. Woo. I feel fantastic because I'm classy. I shake my ass because I'm so damn sexy. Oh, I'm so nasty. And you're all plastic. But you don't have to go because I'm alright. I'm okay. Life is way too short to wait, so let's be friends tonight. I'm alright. Alright. Yeah. Alright. I feel orgasmic. I shake my ass for you. I bring the magic. Oh, I'm so nasty. You're all romantic. But you don't have to go because I'm alright. I'm okay. Life is way too short to wait. So let's be friends tonight. I'm alright. 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 I feel fantastic because I'm classy. I shake my ass because I'm so damn sexy. Oh, I'm so nasty in your old plastic. But you don't have to go because I'm alright. Hey, I'm okay. Oh, life is way too short to wait. So let's be friends tonight. Hey, I'm alright. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen Urlaub und Konzertstimmung zu euch nach Hause bringen. Zwei Songs. Was? Wer kommt jetzt? Zwei Songs left. Hier läuft noch irgendwas. Irgendeiner hat hinten das Radio angelassen. Hier hört jemand. Die Bauarbeiter von vorne, Mucke, weißt die da hinten die Wand verputzt haben vor einer Stunde, die haben das Radio angelassen. Okay. So. Ja, hey, wir hoffen, euch geht's wirklich gut zu Hause. Bleibt noch schön zu Hause, haltet euch an die Regeln. Hört fleißig unser Album an, das am 28. Februar rausgekommen ist. Es heißt Good Luck und ja, so gut vorausgesagt haben wir für das Jahr irgendwie nicht mit unserem Albumtitel. Aber ja. Viel Glück für die Zukunft. Was spielen wir? Der nächste Song heißt Go Out. Passend dazu. Warte, ich brauche noch einen Pick. Nein, have a lot of fun. Sodala!
la da da. Dann am. Okay, wir spielen hier nicht. Okay. I hear the tremor in my heart, that's a sound. It's keeping me awake. Oh, my breath, my ears against the wall. I gotta hear what you say. Guess see that I am someone. You want to be a number one, so hold me before you break. Hey, schön, schön, dass ihr hier seid. Ohne Scheiß, danke für eure Zusammenarbeit hier und dass alles so gut funktioniert hat. Wir versuchen jetzt unseren letzten Song zu spielen. Nein! Your eyes, they shine. I listen to every single word they say. Those eyes like mine, I'm staring right at them like a warm embrace. It's obvious, you're on your feet but can't find the floor. It's obvious, the time to feel before. Let's go out and play, ring the bells on the landlines. So there's no way out. Let's go out and chase everything we are missing. Out and about, let's go out.
out. Your eye is on fire. Now I gotta listen to what they say. Those eyes like mine. I'm near you, I hear you like a warm embrace. It's obvious you're on your feet but can't find the floor. It's obvious the time, the feel before. Let's go up and play, ring the bells and we'll end lines. Show the snow away, out. Let's go up and chase everything we are missing. Out and about, let's go up and play, ring the bells and we'll end lines. Show the snow away, out. Let's go up and chase everything we are missing. Out and about, we go up. We go up. We go out, we grew up, we go out. We go out. We go out. Let's go out and play, ring the bells and the landlines. Short as no way, let's go out and chase everything. Dankeschön. Dankeschön, wir waren die Kites. Bis ganz bald, besucht uns irgendwo im Internet. Und am Freitag geht's weiter mit dem Transformer hier in der Muffathalle. Ja, ganz richtig. Ja. Cool. Ich schmeiß noch einen Pick in die Menge hier. Aha, jetzt gefangen.